Hallo Leute, es geht weiter mit... Huch, was mache ich denn hier? So. Hallo Leute, es geht weiter mit Satinavs Ketten und unserem tollen Götterrätsel. Ach ja, als Let's Player hat man ja auch mal technische Probleme und aus diesem Grunde habe ich von jetzt bis so drei Parts weiter alles schon mal aufgenommen und gespielt. Und hatte halt, wie gesagt, diverse Problemchen und am Ende war ich so frustriert, dass ich dachte, komm, den ganzen Schmarrn lösche ich jetzt und spiele das Ganze ab dieser Stelle hier nochmal. Denn eigentlich hätte ich die Parts alle schon fertig gehabt. Ging aber so im Nachhinein mit dem Bearbeiten nicht und überhaupt. Ist ja auch egal, wieso, weshalb, warum. Aber jetzt weiß ich natürlich schon ein bisschen weiter noch, was jetzt alles so kommt und wie das alles so geht. Und wahrscheinlich wird es jetzt auch viel schneller gehen als vorher. Und ich kam hier zuletzt nicht weiter. Und nun ist es so, dass ich tatsächlich hier recht gehabt hatte mit dieser Tafel, dass das hier eine 12 und eine 13 höchstwahrscheinlich ist. Und was noch fieser ist, ich gar keine 5 Götter brauche, obwohl ich davon ja ausging. Also so Tafeln, also diese Steindinger hier, die man einen... Oh, ich finde dafür kein Wort jetzt gerade. Ihr wisst, was ich meine. Man kann ja hier so drauf drücken. Und ich dachte, ich muss 5-mal drücken. Ich muss aber nur 4-mal drücken. Und das Ganze lässt sich lösen. Und da bin ich nicht selber drauf gekommen. Nein, den Tipp, Rat, Info habe ich mir aus dem Internet geholt. Weil ich bin zu blöd, darauf zu kommen, dass man das Ganze als eine Uhr betrachten kann. Denn wir haben auch 12 Felder, 12 Götter und... Uhr ist ja auch, ne? Mit 12 Zahlen. Und wir wissen, dass das hier der erste ist. Sprich, hier ist die 12. Und nun fange ich an, das zu übersetzen. Ich habe ja immer noch meine aufgeschriebene Notiz hier. Und zwar wäre das dann die 5. Und wenn hier die 12 ist, dann zähle ich ab. 1, 2, 3, 4, 5. Und ab den Boron. Dann kommt die 12. Da, das hatten wir schon. Das wäre dann Raya, die Göttin der Liebe. Und dann kommt die 1. Denn das letzte ist wohl keine 13, wie 13 Uhr, sondern eher eine 1-3. Während 12 zwei Zahlen zusammen sind. Das kann man vielleicht sich auch denken, weil hier so ein bisschen mehr eine Lücke ist und hier nicht. Aber mein Gott, ne? Ich meine, das ist schon sehr... So eine Sache. So, jedenfalls, das soll dann auf jeden Fall eine 3 sein. Also 1, 2, 3. Und tada. Und schwupps, haben wir das Götterrätsel innerhalb von ein paar Sekunden gelöst. Wo ich vorher so sehr viel Zeit brauchte, um das zu verstehen. So einfach geht das. Aber ich finde es auch... nicht so super einfach, also weil man einfach es so und so sehen kann, weil wenn man denkt, es ist eine 12 hier, dann denkt man vielleicht auch, das soll eine 13 sein und nicht gerade einzeln, aber naja, gut, dafür ist die Zahl auch gebogen hier und hier nicht, also einzeln betrachtet und vor allem auf die Idee zu kommen, das Ganze wie eine Uhr zu betrachten, ist halt auch sehr um die Ecke gedacht, aber gut, gehen wir mal hinab und schauen, was dort ist. Hier haben wir einen Kerzenleuchter. Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runterziehen. Mhm. So. Das sieht aus wie die Höhle, in der der Reif hier schwebt. Also das Artefakt. Und warum läuft er eigentlich so komisch? Und hier haben wir so eine Steintafel, so ein Podest. Und hier schwebt da irgendwas. Gucken wir uns mal erstmal die Schrifttafel an. Endlich eine Schrifttafel in meiner Sprache, was leider nicht heißt, dass ich auch alles verstehe. Der Käfig des Asmodeus zur Verwahrung wertvoller oder verbotener Artefakte. Von kulminativer Schadensmagie umgeben. Besondere Obacht ist geboten. Die Schadenskraft überträgt sich auf jedes Subjekt oder Objekt, das mit dem Käfig in Berührung gerät. Sei es direkt oder indirekt. Was in den Käfig hineingerät, kommt somit nimmermehr hinaus. Unsichtbare Kraftfäden halten das zu verwahrende Desiderat im Mittelpunkt des Käfigs. Okay, was reinkommt,
kann nicht mehr raus, klingt irgendwie voll gefährlich. Kann er das da einfach nehmen? Ah! Was zum Henker? Nee, kann er nicht. Ja, gut, ich mache es jetzt einfach mal alles so, wie ich es gemacht habe ursprünglich. Ursprünglich habe ich gedacht, was kann ich... Bleib mal schön hier, Geron. Ursprünglich habe ich gedacht, was kann ich machen mit dem Kerzenleuchter und habe einfach mal den Hut da reingesetzt. Und das klappte sogar und ich wusste überhaupt nicht, was das soll. Dann habe ich die Weinkaraffe genommen. Das klappte auch zufällig und irgendwie stellte ich mir dann vor, dass da was rausfließt, runterfließt. Aber man kann jetzt hier auch nichts mehr machen. Ich lasse es so. Der Wein ist ohnehin nicht mehr zu retten. Ja, ne, Geron halt. Der kommt halt auch mal auf merkwürdige Ideen, steckt einen Hut da rein und Weinkracher von einfach mal alles hin. Während sonst im Point-and-Click-Spiel es immer heißt, nein, das geht so nicht. Das muss ich anders versuchen. Gwendling würde sich die Haare raufen. Funktioniert das hier natürlich schon? Ja, auch wenn man erstmal nicht weiß, was das überhaupt soll. Da ich jetzt weiß, was ich machen soll, tue ich das einfach mal, obwohl ich gerne 20 Mal den Tonkrug kaputt... Um der alten Zeiten willen. Kaputt und wieder heile machen würde. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Und das habe ich bis zur Erschöpfung wiederholt. Ich habe es ungefähr offline so 20 Mal gemacht, in der Hoffnung, dass ich eine Errungenschaft bekomme. Die eine heißt irgendwie Zerstörer, die andere Heilmacher oder so. Und ich dachte, wenn ich das ganz oft mache, um der Al- dann kriege ich das. Weil um der alten ich will diese ich das kann ich ich will das haben, also müsst ihr das jetzt um der alten leider mal mitmachen. Das kann ich, weil wenn ich das Ding jetzt gleich wegpack um der alten dann ist es weg. Das kann ich jetzt bis, also ich, ne, für den Fall, dass man dafür irgendwie am um Ende eine Errungenschaft das kann ich jetzt dann um der dann will ich sie haben, ist klar. Das kann ich jetzt... Ja, es macht Spaß. Um der alten Zeiten willen. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Es tut mir so leid. Um der... Aber die Vorstellung, dass ich... Was? Nein, du sollst es jetzt... Du sollst weiter die Karaffe kaputt machen. Und wieder heile machen. Das kann... Ich weiß nicht, ich hab nicht mitgezählt. Habt ihr mitgezählt? Ich hoffe, Das kann ich jetzt... Ich hab nicht mitgezählt. Ich weiß halt nicht... Um der... ob man überhaupt dafür eine Errungenschaft kriegt, aber man kriegt ja eine fürs Kaputtmachen und Heile machen. Um also muss man ja wohl irgendwas kaputtmachen und Heile machen. Das kann ich. Und ich weiß halt nicht, ob das klappt, aber... Um der... Das kann ich... Wenn der Krug erstmal weg ist, um ist er weg. Alten... Und das habe ich halt alleine gemacht. Ich... Und weil ich jetzt nochmal aufnehmen muss, um ja, habe ich keinen Bock, das Spiel auszumachen und das kann... einen Cut zu machen und... Um der... Egal, oder? Das ich will es halt einfach nur wissen, weil das Problem ist, um der, ich krieg ja im Moment irgendwie gar keine Errungenschaften das kann ich direkt. Um der, das kann ist ich so hohl. Ich krieg ja im Moment keine Errungenschaften direkt, sondern manchmal der, auch immer erst so eine Szene weiter ich, oder nachhinein oder so. Um der, und deswegen habe ich keine Ahnung, ob das hier überhaupt klappt. Und kann, ja, es ist natürlich ziemlich hohl, wenn es nicht klappt, ne? Dann. Das kann. Er sagt ja auch, er kann das bis zur Erschöpfung der, machen. Vielleicht soll man das, das so gagmäßig dann auch machen. Genauso wie um der, dieses komische Zeitrad, kann, wo der Baum mit Winter und Sommer, um der, hätte man ja auch drehen und drehen können. Das kann, dann heißt die Errungenschaft irgendwie um der, Drehwurm. Habe ich auch nicht gemacht. Kann, und da hatte irgendjemand gesagt, um der, wenn man das so 20 Mal macht oder so. Deswegen kann, denke ich mir gerade, wenn ich das jetzt hier um der, oft genug gemacht habe. So, ich glaube, jetzt habe ich es langsam oft genug gemacht, oder? Um der... Jetzt fehlt wahrscheinlich nur noch so einmal oder so, weil ich nicht mitgezählt habe und um dann hätte ich es bekommen oder so wahrscheinlich. Das kann. Um der. Keine Ahnung. Das kann ich. Okay, einmal noch. Um der alten. So, okay, jetzt reicht's. So, und jetzt nehme ich das Ding, mach's nochmal kaputt. Um der alten Zeiten willen. Und nehme die Scherben und pack sie da rein. Wenn ich sie einfach hineinfallen lasse. So. Die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Ich weiß, das war jetzt voll hohl. Aber ihr hättet ja auch weiterspulen können, ne? So. Ah! Ah, ja, er verbrennt sich immer. Er ist ein bisschen doof. Ich habe mich übrigens... Das war vorhersehbar. Ich habe mich im Originaltitel voll oft verbrannt, weil ich erst alles Mögliche versucht habe, da reinzustecken. Und das ging halt alles nicht. So, jetzt kann ich das natürlich auch heile machen.
Tada! Und dann ist der Reif halt in dem Krug drinne. Unfassbar schlau. Darauf bin ich übrigens selber gekommen. Also, das habe ich dann doch noch selber geschafft mit dem Krug, weil ich mich erinnert hatte, dass ich den halt vorher immer mal kaputt gemacht hatte und eh nicht wusste, wieso. Aber hat so einen ganzen Part gedauert, bis ich drauf kam. Und so, jetzt habe ich ja auch noch hier, ne, das Messerchen. Damit schnibbel ich das hier auf. Und dann läuft der Wein raus und kickt den Mega-Armreif. Warum sage ich eigentlich Armreif? Es ist ja gar kein Armreif. Aber es ist ein Reif. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Ja. Aber was ich mich auch frage, ist, wenn das wirklich so ein magisches Ding ist und alles, was da drin ist, kommt nicht raus, wieso kann dann der Wein rausfließen? Wahrscheinlich, weil die Karaffe auch oben so ein bisschen rausguckt, ne? Ohne zu verbrennen oder so. Aber meine erste Idee war eigentlich, da habe ich wirklich lange bin ich hier herumgelaufen. Ich bin sogar zurück nochmal zu diesem Feenbrunnen und so, weil ich eigentlich dachte, dass man in den Krug Wasser füllen kann oder Eis oder so und damit halt dann die Hitze da drinnen löschen kann. Wäre ja auch eine Idee gewesen, war aber nicht so. Und das war ein bisschen blöd. Also ich habe wirklich gedacht, ich müsste in den Krug was reinfüllen, bis ich auf die Idee kam, vielleicht brauche ich gar kein Wasser, sondern kann den einfach kaputt machen. Da muss man erstmal drauf kommen, ne? So, Giacomo. Wir müssen reden. Giacomo. Wir haben das Artefakt. Schau, Giacomo. Der Reif des Seers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde, sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort? Löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Allerdings, hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht. Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Fokus? Was genau kann als Fokus dienen? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Artefakt als Köder hatten wir ja schon. Seelentausch. Wir hatten das eigentlich schon. Anderes Thema. Wegen etwas anderem. Ja, dann haben wir ja schon alles durchgekaut, oder? Was wisst ihr? Was genau? Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Warte, das ist gefährlich. Wieso? Oder wir spielen mal zehn. Aber wir... Nee, das hatten wir dann schon. Nee, Zauberwort ändern. Wäre es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser? Wieso fragst du? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Seers blieb ihnen verborgen. Corvus? In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Seele tauschte. Versuche dich daran zu erinnern. Es lautete Corvus. Formidabel. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Okay, jetzt können wir den Vorschlag des Feenforschers nehmen oder einen eigenen Vorschlag machen für ein neues Wort. Zufälligerweise habe ich beide Optionen machen können, weil halt in dem Moment so eine Hintergrundscheiße in die Aufnahme lief, das letzte Mal eine Originalaufnahme. Und dann habe ich einen Cut gemacht und dann musste ich halt nochmal das Gespräch machen und dann habe ich euch sozusagen erzählt, die Vergangenheit Alexis, ja, was passiert denn, wenn man den Vorschlag vom Feenforscher nimmt. Und beides geht auf dasselbe hinaus. Es ist also egal, was ihr da wählt. Und wie wäre es mit... Und ich habe erst den eigenen Vorschlag genommen. Und wie gesagt, wenn man auch von dem Vorschlag von ihm nimmt, nimmt er das, was ich gewählt hatte. Und zwar aus dem Grund, es gibt jetzt Nuri, Nairutneva und Satinav. Nuri ist natürlich die er so mag. Nairutneva ist der Ort. Und Satinav hat natürlich was mit dieser Hintergrundgeschichte zu tun. Und Nuri fand ich halt ein bisschen bedenklich, weil ich auf die Idee kam,
dass wenn er Nuri nochmal begegnet am Ende, dann ruft er ja vielleicht auch Nuri oder so und schon wird's dann vielleicht ausgelöst oder so. Nairut-Neva als Ort, ich weiß nicht, also dachte ich, Satinav ist doch vielleicht ein gutes Lösungswort und das schlägt der Feenforscher halt auch vor. Es ist also egal. Satinav. Eine sehr gute Wahl. Satinav soll es sein. Super, okay. Bin gleich zurück. Ja, ab dieser Stelle ging ein weiterer Part damit drauf, dass ich zwar das Artefakt jetzt hatte, aber keine Ahnung hatte, was ich nun tun soll. Jetzt weiß ich es natürlich, sparen wir uns die Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das gut oder schlecht findet oder ob euch das egal ist. Also es ist halt so, wie es jetzt ist. Aber einige von euch mögen es ja vielleicht sogar, wenn es alles ein bisschen in die Länge gezogen wird, dann und ich herumlaufe und keine Ahnung habe oder so. Oder es macht euch nichts aus. Und andere mögen es vielleicht auch, wenn es ein bisschen vorankommt. Und ich mag es auch, wenn es vorankommt. Aber ich mag es natürlich auch, wenn es blind ist. Also wenn ich überrascht bin über die Dinge, die man machen soll. In diesem Falle latschen wir wieder hier zurück in Gerons Haus. Das wusste ich so schnell auch nicht, dass ich hier wieder zurück soll. Aber wir haben hier noch das Bild der Harfe. Und wenn man das halt anklickt... Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Er kann es nicht lesen. Und wir haben ja zufällig unsere Lupe dabei oder Zauberglas. Und das, hatten wir bis jetzt noch gar nicht benutzt. Hier braucht er es aber. Was steht hier geschrieben? Rabenspitze. Was hat das zu bedeuten? Rabenspitze. Da er nicht weiß, was es zu bedeuten hat, gehen wir wieder zurück zu Jacko. Und der zeigt uns dann den Moonwalk. Und erklärt uns vielleicht auch nochmal, was die Rabenspitze überhaupt ist. So. Geh mal, Geron. Der Geron geht. Der gehende Geron. So, der gehende Geron geht wieder zu Giacomo. Und fragt den jetzt mal, wenn es denn funktioniert. Nach der Rabenspitze sollte aber gehen. Wir müssen reden. So, Rabenspitze. Sagt euch Rabenspitze etwas? Das hat Gwynling auf seine Zeichnung der Harfe gekritzelt. Wenn das nicht der Name eines Berges ist, vielleicht findest du einen Hinweis in den dirografischen Werken der Bibliothek. Ja, okay. Bin gleich zurück. Hat er deografisch gesagt? Das habe ich das letzte Mal auch verstanden. Aber ist deografisch was anderes als geografisch? Ich gucke auf jeden Fall in der Geographia. Und hier haben wir auch die Rabenspitze. Rabenspitze. Hier, der Berg Rabenspitze im Steineichenwald. Und auf dieser Seite hat Magistra Dorota den Weg zur Zauberharfe aufgezeichnet. Hervorragend! Yay! Da freut sich auch der Giacomo. Und wir uns auch, auf jeden Fall. Wir müssen reden. Und da kommen wir auch in die Aufbruchstimmung. So schnell geht das. Also ich habe eigentlich ursprünglich 2 Parts oder so dafür gebraucht. Und das ging jetzt alles ganz flott hier. So flott geht's auch weiter, denn wir sagen ihm jetzt, dass wir dahin wollen. Ich bin bereit, zur Rabenspitze zu ziehen und Nuri zu befreien. Den Raben ködere ich mit dem Artefakt, das er so begehrt. Dann töte ich ihn und fliehe mit Nuri. Ich weiß nicht, Geron. Sicher, ohne das neue Zauberwort ist es für ihn nutzlos, aber wie willst du ihm eine Falle stellen? Er ist ein Rabe. Ich bin Vogelfänger. Ich lasse mir schon etwas einfallen. Dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Dann heißt es wohl, Abschied nehmen. Mögen die Sterne der Welten und alles Feenglück mit dir sein. Lebt wohl. Lebt wohl. Und halte dich von den Saiten der Harfe fern. Sie zu berühren, zersprengt den menschlichen Geist. Danke für eure Hilfe, Giacomo. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Auch ihre eigenen. Doch Gerons Zeit war beinahe verronnen. Schicksal, Vorsehung, Untergang.
All das kümmerte ihn jetzt nicht mehr. Das Ende seiner Reise lag vor ihm. Ich verhalte mich besser ruhig. Jetzt sind wir an einem neuen Ort, der Rabenspitze. Wir haben hier überall ganz komische Kreaturen, die für mich aber eher aussehen wie irgendwelche Waldelfen oder so. Die, weiß ich nicht, sehr merkwürdig hier stehen. So, keine Ahnung, haben wohl keine Rückenmuskulatur. Warum haben die auch... Die stehen hier einfach nur, die haben auch gar nichts zu tun irgendwie. Und hier oben haben wir einen Katapult. Hier haben wir einen Katapult, was kaputt aussieht. Und hier haben wir irgendwie eine Rabenstatue und Opfertiere und das sieht alles echt unheimlich und eklig aus. Aber wir gehen erstmal nach oben. Hier geht's nämlich nicht zurück, sondern nach oben zum Katapult. Und hier liegt jetzt ein ekliger Pferdekadaver. Lange kann es noch nicht tot sein. Das ist das Pferd eines Ritters. Der Vorderlauf ist mit der Andergaster Eiche gebrandmarkt. Das ist schon nicht ein sehr schöner Ort. Ich habe ein Geschoss aufgehoben und wir schauen uns mal hier das Katapultding an. Völlig vereist. Kann ich das denn jetzt nicht? Ne? Wir haben ja Feuer. Das schmilzt jetzt? Sehr gut. Das Eis löst sich. Jetzt sollte es gehen. Jetzt können wir auch die Winde vielleicht drehen. Ja. Ohne einen Bolzenhebel, der das Zahnrad einrastet, kann ich hier lange drehen. Ich mache es so wie ursprünglich im Original. Ich bin auf die widerliche Idee gekommen an Knochen, so als Bolzenhebel. Und ja, ihr müsst jetzt nicht, das ist eklig. Aber ich bin ans Pferd gegangen. Der Herr Firon wird es verstehen. Dachte so als Ersatz für einen Bolzenhebel, aber stattdessen... Dieses Stück Fell sollte genügen. Hat er sich ein Stück Fell genommen? Das habe ich erstmal nicht kapiert. Und ja, dann hatte ich hier nichts mehr zu tun. Brauche also noch einen Bolzenhebel. Und als Ablenkungsmanöver können wir das... Ja, erstmal, wenn ich das hier anklicke... Sie halten den Raben für Ihren Gott. Genau. Dann betet, dass er auch ein Paradies für euch bereithält. Den würde ich ja am liebsten anzünden oder so oder mit einem Katapult beschießen. Die andere Idee ist einfach, unser Kaputtwerkzeug zu benutzen. Kann er nämlich. Macht er nämlich. Ich verhalte mich besser ruhig. Doch, das kannst du machen. Ich verhalte... Das hier ist für dich, Rabe. So, und jetzt seht ihr ja schon, die sind ganz neugierig geworden. Das war ein guter Plan. Ja, und jetzt sind die da hingegangen und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part einfach mal weiter, weil jetzt sind die abgelenkt und jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, wie es weitergeht, denn wir müssen oder können jetzt hier an das Katapult gehen, brauchen noch einen Bolzenhebel. Ob wir den da finden oder nicht, seht ihr dann im nächsten Part. Und ja, es geht spannend langsam ins Finale. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.